Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wave Tales. Oma ist schon auf dem Weg. Wir müssen jetzt zum Platz als nächstes. Wir haben ja jetzt in der letzten Folge haben wir das Intro quasi abgeschlossen oder quasi das den Fortschritt aus der Demo. Also ab jetzt ist hier wieder alles blind. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall den Platz erreichen müssen. Oma ist schon ins Boot gestiegen und sie wartet scheinbar nicht auf uns, weil wir sollen mit unserem... Wir sind ihre Knie, deswegen dürfen wir surfen. Ja, auf jeden Fall, ja, die letzte Folge, da gab es ein paar Probleme mit dem Rendern, deswegen kam die erst, zum Aufladen von Sprüngen, ja, das haben wir eh schon gemacht, wegen, wo wir die Dinger eingesammelt haben. Ja, in der letzten, die letzte Folge war ein bisschen komisch mit Schneiden, das hat ein bisschen gedauert, deswegen kam die erst heute raus und die Folge wird erst morgen rauskommen, ihr wisst, wahrscheinlich dann, was ich meine. Ja, das war ein bisschen doof, dass das Spiel erst am 17. rausgekommen ist. Also um 17 Uhr quasi rausgekommen ist, was ein bisschen schade ist. Oma! Herr Bane! Okay. Wir werden hier mal alles einsammeln. So. Tigrid, bist du es wirklich? Du bist echt? Das hoffe ich doch. Ich habe Leute gesehen, da drin. Ich dachte, ich bin am Ende, dass das Dunkle mich irre gemacht hat. Aber du bist hier. Du hast mich gerettet. Zum Dank will ich dir etwas geben. Komm mit. Okay, wir sind auf seinem Schiff. Oh, das sieht alles so schön aus. Und Herr Bane sieht echt witzig aus. Wir werden mal mit ihm reden. Welche Sternzeichen haben Nixon? Meerjungfrau. Oh mein Gott. Gar nicht übel, was? Doch, sehr übel. Wir rutschen ein bisschen hoch. Wir rutschen ein bisschen durch das Boot. Wir können einkaufen. Was können wir denn beim Kaufen? Aber keine... Hä? Okay. Oh, wir können Outfits kaufen. Oh, Hüte. Nur eine Kappe. Okay. Seetangkranz. Leopardenmuster. Nee, ist ein bisschen zu viel als Outfit sogar. Vinci. Oh, das finde ich. Finde ich, sieht sehr niedlich aus tatsächlich. Pariert sieht auch gut aus. Das ist eher mein Geschmack, tatsächlich. Tupfen. Ah, weiß ich nicht. Pünktchen. Oh Gott. Oh Gott. Blumenpracht. Herzen. Oh, okay. Man kann es auch übertreiben. Regenbogen. Oh, das sieht ja... Also, das finde ich niedlich. Zickzack. Nee. Zu viel Pink. Fischerhut, oh mein Gott. Das sieht ja cool aus in Kombination mit unserem Outfit. Sieht es wie so ein richtiges Fischer-Outfit aus. Oh, cool. Das finde ich echt sehr schön. Flammen, boah, das sieht cool aus. Obwohl die Handschuhe ein bisschen an Topfhandschuhe erinnern. Bisschen, keine Ahnung. Paisley, heißt es so? Ja. Artig? Ich hoffe, ich spreche das so richtig aus. Das sieht so ein bisschen 80er Jahre mäßig aus. Finde ich tatsächlich, sieht ganz schön eigentlich aus. Würde ich mir wahrscheinlich sogar holen. Schuppen. Ja, weiß ich jetzt nicht. Das ist nur das, nur mit Schuppen. Naja. Gasmaske. Okay, weiß ich jetzt nicht. Fühle ich jetzt in diesem Game nicht so krass. Blauschige Ohren. Ich will haben. Natürlich habe ich dafür wieder kein Geld. Uns fehlen 4 Funken. Frechheit. Feurige Haarfarbe. Rostige Haarfarbe. Saatgrüne Haarfarbe. Leicht dunkle Haarfarbe. Krass Korallenhaarfarbe. Schön der Name. Oh, Regenschutz. Oh.
Wisst ihr, an was mich das erinnert? Kennt ihr hier dieser Bär? Paddington Bär, ja genau, so hieß er. Der hat auch so einen Hut immer getragen. Oh, schön. Ahoi-Kappe, Matrosenhut. Das saftiger Hut. Das in Kombination mit den Herzen wäre bestimmt wild. Irgendwann probieren wir das vielleicht sogar aus. Und Künstlermütze. Okay. Ich will aber eigentlich auf die flauschigen Ohren sparen, ja? Ich glaube, das werden wir tun. Geil. Ja, die flauschigen Ohren will ich unbedingt. Und vom Outfit her würde ich fast das hier sagen. Oder das hier, Regenbogen. Oder hier so. Artig. Wir müssen mal gucken. Feuer finde ich cool, aber ich finde die Handschuhe irgendwie nicht so wild. Ja gut, also wir können auf jeden Fall bei ihm was kaufen. Schau wieder vorbei, wenn es deine Zeit erlaubt, auf jeden Fall. Okay. Dunkle Stürme, rein ins Boot, Mädchen. Oma, er ist harmlos, versprochen. Ist mir vollkommen egal. Sigrid, das ist nicht normal. Komm rauf an Deck und... Hast du Mama im Dunkel gesehen? Ich sagte, du... Du hast ihren Namen gesagt. Wenn du noch ein Wort sagst, solange du auf diesem Ding stehst... Na, ich glaube, die Oma möchte nicht gern über ihre Tochter reden, obwohl Sigrid halt mehr über ihre Mutter erfahren würde. Und na gut, ich würde mir aber als Oma oder als Älterer auch Sorgen machen um den Schatten. Dass heute alles anders ist. Die Dinge sind, wie sie sind, stimmt's? Manche Tage sind gar nicht so schlecht. Krabben essen, Wellen schauen. Ich meine, wir sollten einfach das Beste draus machen. Aber nicht Oma. Oh nein. Alles, was sich zu tun lohnt, wurde in der guten alten Zeit viel besser gemacht. Ja, das kennen wir leider. Sie ist locker, weißt du? Damals mit dem Löwenzahn, vor dem Krieg, als dein Großvater noch lebte. Bla, bla, bla. Den Krieg gab's und Opa ist tot. Sie gibt mir das Gefühl, als wäre meine Zukunft schon Vergangenheit. Ja, leider haben das die Älteren, wir haben auf jeden Fall genug Geld, leider haben das die Älteren so auch bei uns oft noch an sich, dass sie lieber in der Vergangenheit leben, als die Zukunft richtig zu genießen. Und ich meine, das Leben muss ja nicht zwingend schlecht sein. Oh Gott, was ist das? Also doch, die Dreckpfoten. Was für Robbe? Was für Robbe? Es ist ein Schatten. Boah, ich finde das so cool hier. Es ist so dynamisch einfach, das ganze Gameplay. Es macht so Spaß. Ich kann es euch gar nicht sagen. Wir sammeln natürlich alles Geld ein. Und werden dann schauen, was wir als nächstes kaufen. Spätestens, wenn wir wieder zurückgehen, werden wir uns die flauschigen Ohren holen. Ja, aber was ich eigentlich meinte, die älteren Leute probieren lieber in der Vergangenheit zu leben. Und meistens leiden nicht mal die älteren Leute darunter, sondern eigentlich die Jungen. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass Sigrid sich mit dem Leben hier abgefunden hat. Aber ihre Oma halt nicht, weil sie es anders kennt. Und aber das mit der... Mutter verstehe ich nicht, warum sie kriegt nicht ein bisschen mehr über die Mutter erzählt. Ich würde ja auch gern mehr über die Mutter erfahren. Okay, wir reden mal hier. Du liebes Gitschchen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wo sind denn alle? Moris. Guckt euch das Bild unten an. Oh, der erinnert mich ein bisschen an Welcome to Gravity Falls. Duke. Ja, der sieht ein bisschen so aus wie der. Oh, finde ich nett. Finde ich schön gezeichnet. Morris. Fort. Von diesem grausigen Dunkel fortgespült. Und der Strom ist mit weg? Ja, ich versuche das zu beheben, aber es funktioniert nicht. In die Türme kommt man nicht rein. Die sind alle verschlossen.
Uns sind auf dieser Welt nur noch inkompetente Narren übrig. Diese Krantel-Omi. Irgendwie finde ich es niedlich. Siggi, zieh dich mal nach Funken im Gebiet um. Ich werde versuchen zu tricksen, um diese Tür mit zu aktivieren. Okay. Also müssen wir uns jetzt hier in der Gegend umgucken. Oh mein Gott. Wie cool. Müssen uns hier auf jeden Fall ein bisschen umgucken. Die Folge könnte ein bisschen länger sein, weil ich habe gerade ein bisschen Bock weiterzuspielen. Ich will eigentlich die Folge nicht zu früh beenden, deswegen, ja, wir schauen auf jeden Fall mal, wie lange wir machen. Okay, jetzt ist die Frage, wo gehen wir als erstes hin? Ich würde, glaube ich, als allererstes, hier glaube ich rechts. Wir schauen noch hier kurz zu dieser Insel. Mit dem Baum, ob da noch was ist. Sieht ein bisschen aus wie die Insel von Herr Bane. So. Aber wie schön das auch einfach ist mit dem Schwimmen, mit dem Surfen. Und es fühlt sich halt auch einfach flüssig und gut an. Es ist so krass. Wir können uns auch hier auf die Statue hochziehen. Wer ist der steinerne Riesentyp? Der Typ ist Dr. Thelonious. Ich hoffe, du hast behalten, was ich dir über ihn beigebracht habe. Oh, natürlich. Er hat den Webstein entdeckt. Und auch dessen Nutzen wohlgemerkt. Seine Arbeit hat ein kleines Fischerdorf zur Metropole gemacht. Wirklich schade, was aus seinem Lebenswerk geworden ist. Ja, wir haben auf jeden Fall einen Eintrag. Die Wolkenkratzer des Platzes waren die Kennzeichen von Strandstadt-Innenstädten. Innenstadt. Einer von ihnen war eine Bank, ein Ort, auf dem man seine Papierwährung legen konnte, damit andere sie einem nicht wegnehmen. Schätze, all das Papier ist noch irgendwo da drin. Auch wenn es jetzt eigentlich niemand mehr braucht, das höchste Gebäude war natürlich die Löwenzahnzentrale. Die Löwenzahnzentrale. Oma arbeitete dort in der obersten Etage. Löwenzahnzentrale? Ich würde gerne mehr lesen. Dr. Thelonious. Der Mann, der alles entdeckt hat, scheint es. So, jetzt verstehe ich. Der Mann, der alles entdeckt hat, scheint es. Funken, Dunkel, Webstein. Einfach alles. Er hat sogar einen Feiertag. Der ist nicht mehr so ein großes Ding wie früher, aber Oma schießt vom Leuchtturm immer ein paar Funken in die Luft. Okay. Er hat einen eigenen Feiertag. Die Gründung wahrscheinlich. Habe ich sonst noch was? Achso, wir haben uns noch gar nicht. Morris Nelson. Auf Morris liegt eine anhaltende Traurigkeit. Er soll seine Mutter im Krieg verloren haben, kann ich nachempfinden. Ich habe mich nicht getraut, nach dem Schlüssel um seinen Hals zu fragen, wo der es wohl aufschließt. Ich weiß nicht, ob das Deutsch ist, aber okay. Boah, aber cool hier einfach, dass das früher mal eine ganze Stadt war. Schon cool eigentlich. Den uns hier hoch. Und hui. Oh. Sind das die Dreckpfoten? So, wir hauen das hier mal alles kaputt, den ganzen Dreck wegmachen. Hey,
3 können wir einen schweren Angriff machen. Auch gut. Aber das habe ich aber schon erwähnt. Okay, jetzt müssen wir uns hier hochziehen. Oh, nein. Okay, aber ich will noch kurz gucken. Hier noch irgendwas? Weil man hier drauf kann. Okay, das bewegt sich. Wir haben auf jeden Fall einen Tagebucheintrag. Okay, was ist das? Eine Broschüre über die neue revolutionäre Energiequelle. Damals waren Funken noch was Neues, heute nicht mehr. Durch das Löwenzahnwerk wurde Strandstadt wirklich eine Erfolgsgeschichte. Vielleicht griffen es die Dreckpfoten deshalb während des Krieges an. Möglicherweise Erfolg zieht oft Neid mit sich und es kann natürlich sein, dass sie deswegen den Krieg geführt haben. Ich hab doch hier Funken. Suche im Gebiet hier Funken. Hat der jetzt hier nicht dazu gezählt? Drüben ist noch was. Okay, was ist hier? Hier können wir noch jemanden befreien. Frau Bane. Ah, das ist Banes Frau. Meine Güte, danke. Hast du meinen Mann gesehen, Herr Bane? Auf dem Rückweg vom Nachtgarten hätte er eigentlich Lara mitnehmen sollen. Es ist Zeit für meine monatliche Untersuchung und ich glaube nicht, dass dieser Schlamm mir oder meinem Herzen gut getan hat. Kannst du nach Clara suchen? Und falls du Horatius siehst, könntest du ihm bitte sagen, dass ich mich auch ein bisschen um ihn sorge? Ich dachte immer, Banes Vorname ist einfach Herr. Er mag seinen Namen nicht so sehr. Für ihn klingt er ein wenig zu vornehm. Oh. Okay, wir haben auf jeden Fall so eine Art Nebenquest. Hier haben wir nochmal einen Eintrag. Habe ein Etikette vom Omas Medikamenten gefunden. Von denen hat sie mir nie erzählt. Sie will nicht schwach wirken. Oh, okay. Unsere Oma ist scheinbar auch noch krank und nimmt Medikamente. Ich würde jetzt sagen, das wundert mich jetzt nicht, dass jetzt ältere Leute Medizin nehmen, aber die wirkt halt immer so stark und kräftig, deswegen verstehe ich schon, dass das... Weg hier, ihr Monster! Oh, wir machen nochmal das hier kaputt. Und hier ist nochmal eine KI. Bäh! Schmeckt das widerlich! Lara. Ist es die, die wir suchen mussten? Danke. Das war furchtbar. Aber immerhin habe ich noch ein Plus, glaube ich. Ein Plus? Ich war unterwegs zu Frau Bane. Ich kümmere mich um ihre Herzerkrankung, so gut es mir eben möglich ist. Ja, das ist die Doktorin, die wir finden mussten.
Clara habe ich vorgelesen, aber Clara heißt... Es sind relativ deutsche Namen, würde ich fast sagen. Clara, so gut es mir eben möglich ist. Früher war ich mal Chemikerin, aber der Krieg hat mich zu einem Berufswechsel gezwungen. Wo wir gerade dabei sind, hast du zufällig mein Stethoskop gesehen? Ich hätte es auf jeden Fall bei mir, als mich diese Dinger erwischt hatten. Ich könnte wohl danach suchen, aber bei den Gerüchten über ein Seeungeheuer hier in der Umgebung wäre es noch törichter, als sonst schwimmen zu gehen. Okay, wir müssen auf jeden Fall finden Claras Stethoskop. Okay, da schauen wir auf jeden Fall mal danach, wenn wir es finden. Oh, also die Welt ist aber doch recht groß für so ein kleines Game. Naja, was heißt kleines Game? Oha. Auch richtiger Handels. Weg mit euch. Was war das? Hat der es auch gerade gehört? Was war das? Ach, das ist ihr Gelaufe. Das hört sich an wie so eine, weiß ich nicht, wie so eine Maschinenpistole. Hört ihr das? Okay, wir müssen irgendwie hier hoch. Vorne gibt es was zum Hochziehen. Und hoch. Ah ja, hier ist auch Geld. Wir können uns auf jeden Fall einiges kaufen. Immer rechts rum. Okay, dann können wir gar nicht. Und hier kommen wir, glaube ich, mit so einem hohen Sprung. Nicht hoch, okay, alles gut. Wir können da aber auch ganz hoch, sehe ich gerade. Hallo? Oh, das war jetzt sehr schlau hier gerade. Auch einfach. Man kann hier innen irgendwie... Ah ja, hier haben wir ihr Stethoskop. Okay, dann bringen wir das doch gleich mal zurück. Hier, schau mal. Oh, danke. Sag mal, bist du nicht Iris Tochter? Ich kannte Iris. Du siehst ihr sehr ähnlich. Ja, bin ich. Ach, wirklich? Absolut. Die liebe, mutige Iris, ich vermisse sie sehr. Und ehrlich, um ehrlich zu sein, war sie mein allererster Schwarm. Oh, okay. Plaudern wir gleich aus der Nähtasche raus. Und ja, ah, schön. Gut, meine Mom hatte also Verehrer. Die Art, wie sie nicht locker ließ, wenn sie sich mal was in den Kopf gesetzt hatte. Sprach mich einfach an.
Sorry für den Froschmalz. Ich vermisse sie sehr. Ich auch. Dabei kenne ich sie nicht mal wirklich. Ah, hier kriegen wir noch ein bisschen Cash für die Nebenquest. Wir gucken auf jeden Fall gleich mal, was da drin ist. Ich jetzt hier oben einfach alle... Ich hier jetzt, glaube ich, alles mitgenommen haben, oder? Ja. Wir müssen mal gucken, wie wir hier innen hochkommen. Wenn das hier offen ist, dann können wir innen hoch, okay. Okay. Wir haben bis jetzt nur einen Funken hier in diesem Ort gefunden. Hier ist auf jeden Fall noch Geld. Ach, schön. Aua. Attackier mich nicht. Oh, guck mal, hier ist so ein kleines Lager. Wie cool. Also wir haben eine Nebenquest, haben wir auf jeden Fall schon abgeschlossen. Und anders kommen wir hier auch, glaube ich, gerade nicht hoch. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das Wasser irgendwann steigt und wir deswegen dann höher kommen. Aber... Ich weiß nicht, ob das der Weg ist, hier hochzukommen. Aber... Wir nutzen ihn auf jeden Fall mal. Okay, hier gibt es auch nichts weiter. Sind so einzelne, weiß nicht, ob man das so nennen kann, Einkaufsläden. Okay, jetzt haben wir hier alles. Hier gibt es noch irgendwas. Vielleicht bist du so eine Art Meerestier? Der Schatten. Als Kind wollte ich immer ein Haustier. Ich habe mal einen Aal in einem Fass gehalten, da ist Oma fast aus den Latschen gekippt. Sie sagte, Aale sind keine Haustiere und mit Essen spielt man nicht. Schön. Ja, aber ein Haustier ist was Tolles eigentlich. Hallo? Oh, die halten schon ein bisschen mehr aus. Oh, wir haben schon 120. Wir können uns wirklich fast alles leisten. Eintrag. Das ist wegen der Broschüre. Oma sagt, es ist Verschwendung, Papier mit Metall zusammen zu halten. Papier mit Metall zusammenzuhalten. Sie hat so viel Verwendungsmöglichkeiten für die kleinen Klammern gefunden. Zum Beispiel meine Tür von außen zu öffnen. Ach, diese Klammer oben. Jetzt verstehe ich's. Jetzt verstehe ich. Tür von außen öffnen. Einfach knacken, damit die Tür knacken. Ich verstehe. Weg, ihr Dreck. Der muss noch irgendwo... Sind noch welche? Aua. Okay, das war jetzt nicht so der Way, aber schön beide. Es hat gerade kurz geruckelt.
Folge runter. Die Folge neigt sich auch schon langsam wieder dem Ende zu. Nein. Oh. Geschafft. Hey, wir haben's. Haben wir die zweite schon gefunden? Alter, coole Musik. Hier dürfen wir jetzt alles entdeckt haben, oder? Normal, ja. Okay. Dann würde ich sagen, dass wir in der nächsten Folge werden wir uns die restlichen zwei Funken holen. Danke auf jeden Fall fürs Zugucken, meine Freundin, hätte ich gesagt. Haut rein und bis zur nächsten Folge, wenn wir wieder ein paar Wellen reiten. Ciao, ciao.